Willkommen bei Seenluft 24 die Woche, unserem Wochenrückblick vom 30. Juli 2021. Die Johanniter-Unfallhilfe Südbrandenburg ist ab sofort Teil des Katastrophenschutzes im OSL-Kreis. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten die erste Beigeordnete Grit Klug und Johanniter-Regionalvorstand Andreas Berger-Winkler. Die Johanniter übernehmen bei Einsätzen den Bereich Schnelleinsatzgruppe Betreuung. Sie betreuen beispielsweise Notunterkünfte und unterstützen die Notfallseelsorger. Im Einsatzfall muss das Team in maximal 90 Minuten rund um die Uhr ausrücken können, so Kreisbrandmeister Tobias Pelzer. Gegenwärtig besteht der Katastrophenschutz OSL aus insgesamt 8 Einheiten. Die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Lauchhammer stehen fest. Am vergangenen Dienstag bestätigte der Wahlausschuss insgesamt 5 Bewerber. Eine Frau und 4 Männer haben Ambitionen auf das Bürgermeisteramt in Lauchhammer. Der Wahlausschuss der Stadt beschäftigte sich Dienstagabend mit den eingereichten Vorschlägen. Alle Bewerber wurden bestätigt. Für Parteien und Wählervereinigungen bewerben sich Mirko Buhr von Pro Lauchhammer, Thomas Gürtler für die NPD und Bündnis 90 Die Grünen schicken Frank Pönsken ins Rennen. Als Einzelkandidatin ist Manuela von Schrödel-Simau die einzige Frau unter den Bürgermeisteranwärtern. Der jüngste Kandidat ist Einzelbewerber Dennis Hillner. Die Bürgermeisterwahl in Lauchhammer findet am 26. September statt. Eine eventuelle Stichwahl ist für den 10. Oktober angesetzt. Einen weiterhin positiven Trend meldet die Arbeitsagentur für Südbrandenburg. Laut Statistik waren hier im Juli 2891 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 400 weniger als vor einem Jahr und 22 weniger als im Juni. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 7,5%. Gestoppt scheine auch der Anstieg bei Langzeitarbeitslosen. Insgesamt gibt es zurzeit rund 860 Stellenangebote, unter anderem im Baugewerbe, dem Pflegebereich und in der Gastronomie. Im März 2022 wäre sie 100 Jahre alt. Doch die Tage der alten Eisenbahnbrücke in Senftenberg sind gezählt. Das Bauwerk wird in den kommenden Jahren modernisiert. Im März 2022 würde sie 100 Jahre alt werden. Unzählige Lokomotiven ratterten über ihre Schienen. Damit die alte Eisenbahnbrücke in Senftenbergs Bahnhofstraße auch in den nächsten 100 Jahren unter anderem für den Hybridzug auf der Strecke Senftenberg-Dresden passierbar bleibt, wird sie komplett erneuert. Nun wurden die historischen Bauteile demontiert. Das Tragwerk der alten Bahnhofsbrücke wird dabei komplett ersetzt. Die bislang reine Stahlkonstruktion mit den Stützen in der Mitte werden gegen einen Walzstahlträger in Beton ausgetauscht. Demnach wird die mit derzeit 3,90 Meter ausgeschalte Durchfahrtshöhe auf 4,5 Meter erhöht. Dafür muss allerdings auch die Straße inklusive Rad- und Gehweg unter der Brücke um etwa 1,5 Meter abgesenkt werden. Bis 2026 sind 3 Bauabschnitte geplant. An der zukünftigen Wasserbehandlungsanlage der LMBV in Plesser wurde Richtfest gefeiert. In der Anlage wird künftig Wasser aus dem Bergheider See und der kleinen Restlochkette gereinigt. Das verringere die Umweltbelastungen für die Schwarze Elster, der Eisenwert sinke und der pH-Wert steige, erklärte der LMBV-Geschäftsführer Bernd Sablotny. Die 80 Millionen Euro teure Anlage soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden, danach in den Probebetrieb gehen und anschließend viele Jahre im Einsatz sein. Und damit zu unseren Kurzmeldungen. Lauchhammer kämpft um Personenaufzüge für die neue Bahnhofsüberführung in West. Deshalb startete an diesem Freitag 8 Uhr eine Unterschriftensammlung auf dem Wochenmarkt in Mitte. Eintragen können sich Unterstützer bis 23. August im Rathaus, im Bürgerbüro, in Apotheken und Geschäften. Der SV Großregen lädt zum Fußballturnier ins Kolosseum des Stadthafens. Gespielt wird auf kleinem Feld und mit Bande. Los geht's am Samstag 9 Uhr mit den F-Junioren. Nachmittag spielt die D und 18.30 Uhr die alten Herren. Der Sonntagvormittag gehört den G und der Nachmittag den E-Junioren. Noch bis zum 13. August können alle Ruhlander das Bebauungskonzept Ringstraße einsehen. Die Unterlagen liegen der Amtsverwaltung aus. Geöffnet ist dienstags und donnerstags. Veröffentlicht werden die Papiere auch auf der Homepage des Amtes. Runter vom Gas und Augen auf, darum bittet der NABU Brandenburg zum Schutz von Igeln. Auf Nahrungssuche seien die nachtaktiven Tiere vermehrt auf Straßen unterwegs, auch in vielen Siedlungen. Allerdings haben Igel eine schlechte Sicht, sie bemerken Autos zu spät und bei Gefahr rollen sie sich zusammen, anstatt wegzulaufen. Um Igelfamilien weite Strecken zu ersparen, seien naturnahe Gärten hilfreich mit vielen Käfern oder Schnecken. Wer Igel helfen möchte, sollte naturbelassene Ecken schaffen, Reisighaufen im Garten oder dichte Büsche bieten Schutz und eine Bleibe für den Winter, so Christiane Schröder, Geschäftsführerin des NABU Brandenburg. Das waren die Meldungen der Woche und jetzt schauen wir auf das Wochenendwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme.
Am Samstag ziehen bis zum Nachmittag Wolkenfelder durch und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 25 Grad. Am Abend bilden sich vereinzelt Wolken bei Werten von 18 bis zu 23 Grad. In der Nacht bedecken einzelne Wolken den Himmel und die Temperatur sinkt auf 13 Grad. Sonntag ist am Tag der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Temperaturen von 13 bis zu 22 Grad. In der Nacht kann es immer mal wieder regnen bei Werten von 15 Grad. Am Montag wechseln sich bis zum Nachmittag Regen und trockene Phasen ab, bei Werten von 15 bis zu 21 Grad. Am Abend bilden sich vereinzelt Wolken bei Werten von 15 Grad und in der Nacht ist es bewölkt. Die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Werten von 15 Grad.